liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ein Wort, das mir vor 20 Jahren noch nicht so leicht gefallen wäre, das ist heute schon viel schöner. Lieber Manfred Stolpe, vor allen Dingen aber lieber Matthias, das war eine große und eine bewegende Rede und unser aller Dank ist dir dafür gewiss. Herzlichen Dank, Matthias. Und es ist auch nicht ganz leicht, an dieser Stelle nun so einfach weiterzumachen. Aber Matthias, du hast es gesagt, jetzt muss wieder etwas Neues beginnen. Damit es weitergehen kann mit Brandenburg und damit es auch weitergehen kann mit der Brandenburger Sozialdemokratie. Auf einen anderen wichtigen Umstand hast du ebenfalls noch einmal hingewiesen und dafür bin ich dir besonders dankbar. Hier findet heute kein Abschied statt. Du gehst uns allen nicht verloren. Du wirst nicht mehr unser Ministerpräsident sein. Du wirst nicht mehr unser Parteivorsitzender sein. Aber, und das ist hier die gute Nachricht, du bleibst uns allen erhalten, deiner Familie, deinen Freunden, deiner Partei, allen Brandenburgerinnen und Brandenburgern und auch den vielen, vielen Menschen, die weit über Brandenburg hinaus dich verehren und dich sehr schätzen. Das, lieber Matthias, ist das Entscheidende und ich denke, auch deshalb hast du für dich den richtigen Entschluss gefasst. Wir alle freuen uns auf viele, viele weitere gemeinsame Jahre mit dir und du hast uns ja gesagt, dass du mir, aber auch der gesamten Partei weiterhin zur Verfügung stehen willst und dafür bin ich dir sehr dankbar. Liebe Genossinnen und Genossen, und trotzdem, auch wenn Matthias uns erhalten bleibt, für Brandenburg und für die Brandenburger Sozialdemokratie beginnt jetzt wieder etwas Neues. Es beginnt eine neue Etappe. Unser Bundesland Brandenburg gibt es inzwischen fast ein Vierteljahrhundert. Das ist fast eine Generation, die Lebenszeit eines Menschen von seiner Geburt bis zur Gründung einer Familie. Und in dieser gesamten Zeit hat es in Brandenburg nur zwei Ministerpräsidenten gegeben. Das ist das einzige Mal seit 1990 in einem Bundesland überhaupt. Und es waren nicht nur zwei Ministerpräsidenten, es waren zwei überaus große und prägende Ministerpräsidenten, Manfred Stolpe und Matthias Platzeck. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, anderswo ist es deutlich anders zugegangen. Ich habe mir das mal angeguckt. In Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern gab es seit 1990 jeweils vier verschiedene Ministerpräsidenten. Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt haben in derselben Zeit sechs verschiedene Ministerpräsidenten erlebt und den Vogel abgeschossen haben, ich würde nicht sagen in glücklicher Hinsicht, sondern eher im Gegenteil, die Niedersachsen. Dort haben sie seit 1990 sage und schreibe mittlerweile den achten Ministerpräsidenten, wohlgemerkt seit 1990. Hier bei uns in Brandenburg haben sich die Dinge zum Glück deutlich anders entwickelt. Stabiler, klarer und eindeutiger. Bei uns herrscht in der Staatskanzlei kein ständiges Kommen und Gehen. Bei uns hat Manfred Stolpe 12 Jahre lang amtiert und Matthias über 11 Jahre lang. Beide waren und bleiben eindrucksvolle Landesväter, Ministerpräsidenten, die unser Land tief geprägt und die unser Land weit vorangebracht haben. Applaus
Auch in unserer Partei haben wir vor allem auf märkische Stabilität und auch auf märkische Kontinuität gesetzt. 10 Jahre lang war Steffen Reiche Vorsitzender der Brandenburger SPD, 13 Jahre lang war es Matthias. Das prägt und bringt über die Jahre auch viel Vertrauen für unsere Partei. Nur so zum Vergleich, unsere Kollegen von der Brandenburger CDU haben es sage und schreibe geschafft, seit 1990 das Dutzend voll zu machen. Sie haben mittlerweile den 12. Landesvorsitzenden. So machen wir das nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Es ist auch gut, dass wir das so nicht machen. Liebe Genossinnen und Genossen, aber genau darum ist diese Zäsur, das, was hier heute abläuft, auch so groß, wenn Matthias abtritt. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger kennen Matthias Platzek sehr gut. Es gibt nun wirklich kaum einen Menschen zwischen Wittenberge und Eisenhüttenstadt, dem er nicht mindestens einmal in den letzten Jahren die Hand gedrückt hat. Und es gibt ganz wenige Brandenburger, die von ihm noch nicht in den Arm genommen worden sind. Die Menschen bei uns im Land schätzen Matthias Platzek, aber nicht nur das. Die Menschen in unserem Land Brandenburg vertrauen Matthias Platzek. Sie haben sich mit ihren Angelegenheiten bei ihm immer gut aufgehoben gefühlt. Sie wussten, dass er sich um die Probleme dieses Landes in herausragender Art und Weise kümmert. Und ja, gerade jetzt in diesen Tagen gewöhnen sich die Menschen in unserem Land nur sehr langsam daran, dass Matthias Platzek gehen wird. Das ist auch ganz klar, das kann nicht anders sein. Aber die Leute blicken auch nach vorn. Und sie fragen sich natürlich, wie geht es weiter? Sie fragen sich, was für einer ist denn eigentlich dieser Woidke, der jetzt auf Matthias Platzek nachfolgen soll? Wo kommt der her? Was hat den geprägt? Und wie tickt denn der überhaupt so? Und am allerwichtigsten ist die Frage, kann der das überhaupt? Wird der das vernünftig hinkriegen für uns in unserem Land? Können wir ihm vertrauen? Wird unser Brandenburg bei ihm in guten Händen sein? Liebe Genossinnen und Genossen, das sind berechtigte Fragen. Ich beschwere mich nicht über die plötzlich gewachsene Neugier an meiner Person, ganz im Gegenteil, auch wenn es manchmal ein bisschen nervt, auch das möchte ich hinzufügen. Denn so ist das nun mal in der Landespolitik. Das bekannteste Gesicht in der Landespolitik ist der Ministerpräsident. Glaubt mir, ich weiß aus langer Erfahrung, wovon ich da rede. Ich bin inzwischen seit fast 2 Jahrzehnten Mitglied des Brandenburger Landtages, die ersten 10 Jahre einfacher Abgeordneter und in Teil dieser Jahre war ich agrarpolitischer Sprecher. Ich war als Minister 5 Jahre zuständig für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, auch das eine sehr schöne Aufgabe. Ich war 1 Jahr lang Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag. Auch das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich bin jetzt schon wieder seit 3 Jahren Minister oder seit fast 3 Jahren Minister des Innern in unserer Landesregierung. Dazu habe ich viele Jahre in der Stadtverordnetenversammlung Forst gesessen, im Kreistag Spree-Neiße, habe mich in Vereinen und Verbänden engagiert. Ich kann also getrost behaupten, ich bin schon eine ganze Weile politisch in diesem Land unterwegs. Und ich behaupte noch was, ich kenne mich in diesem Land sehr gut aus. Ich kenne viele Leute hier im Land und viele Leute kennen mich. Ich weiß ganz gut, wo den Menschen hier im Land der Schuh drückt, worüber sie sich Sorgen machen, aber auch, worauf sie ihre Hoffnungen setzen. Und trotzdem, so ganz genau wissen die Leute und die Medien immer noch nicht, wer dieser Dietmar Woidke ist.
Auch vom Mann aus Forst war die Rede, nicht vom Mann aus dem Forst, das hätte ja schon wieder bedeutet, dass ich irgendwie aus dem Wald komme, sondern vom Mann aus Forst. Das sollte wohl, wenn ich die Überschriften zusammennehme, wohl heißen, Achtung, in Potsdam übernimmt jetzt die Provinz die Macht. Oder Großalarm, jetzt kommen die Hinterwäldler. Und ich sage euch jetzt was ganz Überraschendes, ich muss es euch wirklich gestehen, ja, es stimmt. Ja, ich komme aus der Lausitz und ja, ich stamme aus einem Bauernhof. Meine Familie ist seit Jahrhunderten am selben Ort ansässig, genau genommen noch nicht mal in der weithin bekannten Großstadt Forst, sondern in Naundorf bei Forst, einem Ort mit 140 Einwohnern, bis 1993 übrigens politisch selbstständig. Da unten komme ich her, da bin ich zu Hause. Und, liebe Genossinnen und Genossen, genau da schlägt auch mein Herz. Ich bin lange genug im politischen Geschäft, um zu wissen, wie die Dinge in Potsdam und auch in Berlin laufen. Aber meine Heimat ist mir nach wie vor sehr wichtig. Aus diesen meinen Wurzeln ziehe ich meine Kraft und das wird auch in Zukunft ganz genauso bleiben. Bin ich deswegen Hinterwäldler? Ich glaube eher nicht. Mein Horizont fing zwar irgendwann mal in der Höhe, kaum vorstellbar heute, aber so war's, fing zwar irgendwann mal in Naundorf bei Forst an, aber seid euch ganz gewiss, mein Horizont reicht weit über Naundorf und auch über die Lausitz hinaus. Und überhaupt, wer aus der Lausitz kommt oder aus der Uckermark, oder aus der Prignitz oder aus dem Fläming, ist der denn deshalb von vornherein provinziell oder noch schlimmer gesagt hinterwäldlerisch? Auch das glaube ich nicht. Aber eines ist sicher, in den ländlichen Regionen unseres Landes ticken die Uhren durchaus manchmal etwas anders als in Potsdam und erst recht als in Berlin. Und umgekehrt. Das war so, liebe Freunde, das ist so und das wird auch so bleiben. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung so. Was Bevölkerungsentwicklung zunehmen. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Interessenlagen, unterschiedliche Sichtweisen, mitunter auch Spannungen. Aus der Perspektive von Falkensee, Kleinmachnow oder Oranienburg sieht die Welt nun mal nicht ganz genauso aus wie aus der Perspektive von Wittenberge, Senftenberg, Templin oder Treuenbrietzen. Matthias hat in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, in der Gleichzeitigkeit verschiedener Entwicklungen von Zentrum und Fläche liegt die entscheidende Herausforderung für unser Land. Und liebe Genossinnen und Genossen, auch für unsere Partei. Aus sehr guten Gründen haben wir Brandenburger Sozialdemokraten genau dieses Thema in den Mittelpunkt unserer großen Zukunftsdebatte Brandenburg 2030 gerückt. Denn diese besondere Brandenburger Konstellation gibt es in keinem einzigen anderen Bundesland. Kein einziges anderes Bundesland liegt wie Brandenburg als großes Flächenland rund um eine große Metropole. Diese Lage in Hauptstadtnähe bringt unserem Land viele Vorteile. Es bringt wirtschaftliche Vorteile, Vorteile auf dem Arbeitsmarkt,
Vorteile auch für die öffentlichen Haushalte, aber diese Vorteile fallen eben in unserem Land nicht überall gleichmäßig an. Diese Ungleichgewichte zu bewältigen, das ist und das bleibt die ständige Aufgabe, vor der wir in Brandenburg in den kommenden Jahrzehnten stehen werden. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich rede nicht am heißen Brei vorbei, es wird weiterhin eine sehr schwierige Aufgabe bleiben. Bewältigen werden wir sie nur mit sehr viel Solidarität, mit sehr viel Zusammenhalt und mit sehr viel wechselseitigem Verständnis für die unterschiedlichen Interessen, für die unterschiedlichen Erfahrungen und auch für die unterschiedlichen Mentalitäten, die es hier, Gott sei Dank, füge ich hinzu, bei uns im Land gibt. Diese innere Unterschiedlichkeit, diese Vielfalt, diese Verschiedenheit Brandenburgs, die wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Trotzdem wird Brandenburg ein Land Brandenburg sein. Ein gemeinsames Land. Ein gemeinsames Land in der Wahrnehmung all seiner Bürgerinnen und Bürger. Ein offenes Land für alle, ganz gleich, woher sie stammen, ob sie Alteingesessene sind oder ob sie von anderswoher zu uns gekommen sind, um hier eine neue Heimat zu finden, aus Berlin, Bayern, Baden-Württemberg, aus Polen, aus Spanien, aus Amerika, Asien oder Afrika. Und, das gehört dazu, ein Land der Toleranz muss Brandenburg sein, ein Land, in dem sich Vielfalt und Zusammenhalt nicht gegenseitig ausschließen, sondern Vielfalt und Zusammenhalt sich gegenseitig bedingen. Dazu gehört übrigens auch, dass wir weiter sehr klare Kante allen Nazis und Rassisten gegenüber zeigen. Denen, die Toleranz und Vielfalt in diesem Land bekämpfen wollen und die damit das Zusammenleben und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft bedrohen. Liebe Genossinnen und Genossen, Nazis dürfen bei uns auch weiterhin kein Bein auf den Boden bekommen, keine Toleranz der Intoleranz. Das muss bei uns in Brandenburg gelten. Dasselbe gilt für die Bandenkriminalität, dasselbe gilt für die Grenzkriminalität und für jede andere Form von Kriminalität. Recht, Ordnung und die Sicherheit der Bürger sind bei uns Brandenburger Sozialdemokraten in guten Händen. Und das wird auch so bleiben. Diese Botschaft, ich stehe ja hier heute noch in der Nebenfunktion als Innenminister, diese Botschaft, das werdet ihr mir nachsehen, ist mir heute auch besonders wichtig. Genossinnen und Genossen, wenn ich von einem Brandenburg für alle spreche, dann meine ich ein Land mit Lebensperspektiven für alle. Ein Land mit Zusammenhalt und Vielfalt und ein Land, das stark ist, weil es gerecht zugeht. Das ist unsere sozialdemokratische Idee von Brandenburg. Das ist unser Leitbild. So stellen wir uns unser Land vor. Daran arbeiten wir weiter und dafür schaffen wir auch in Zukunft die Voraussetzungen.
Ich sage wir, die Sozialdemokraten. Denn ich sehe weit und breit keine andere Partei im Land, die wie wir Brandenburger Sozialdemokraten für Zusammenhalt und Vielfalt steht. Zusammenhalt und Vielfalt, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft, Toleranz und Offenheit, zupacken und Probleme lösen. Mit dieser Erfolgsformel sind wir die Brandenburg-Partei geworden. Die einzige wirkliche Brandenburg-Partei. Und diese Brandenburg-Partei, liebe Genossinnen und Genossen, diese Brandenburg-Partei bleiben wir auch in Zukunft. Die Partei für das ganze Land, die für alle Brandenburger und Brandenburgerinnen da ist, das müssen wir sein. Und diesen Anspruch dürfen wir auf keinen Fall aufgeben. Ich will, dass wir auch in Zukunft an diesem Anspruch festhalten. Und vor allem will ich, dass wir diesem Anspruch immer und überall auch in der politischen Praxis gerecht werden. Wir Brandenburger Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten müssen in unserem Land die Partei für die breite Mitte der Gesellschaft auch in Zukunft sein. Wir dürfen niemanden abstoßen, ob aus Routine oder aus Achtsamsein für gute Ideen, auch an gesellschaftlichen Großtrends, auf die wir wenig Einfluss haben. Nirgendwo strömen heute die Leute scharenweise in eine politische Partei. Trotzdem könnte es nicht vielleicht sein, dass wir unsere Attraktivität für jetzige und erst recht zukünftige Mitglieder weiter erhöhen könnten. Das wird auch davon abhängen, wie wir miteinander diskutieren und worüber wir diskutieren. Mit unserer Zukunftsdebatte Brandenburg 2030 haben wir in den vergangenen Jahren neue Wege von Beteiligung, Meinungsbildung und Mitsprache eingeschlagen. Diesen offenen Stil werden wir fortführen und ich sage dazu, diesen offenen Stil müssen wir weiterentwickeln. Ich weiß, liebe Clara, dass unsere zukünftige Generalsekretärin intensiv über diese Fragen nachdenkt. Ich bin mir sicher, beim Nachdenken wird es da nicht bleiben. Liebe Clara, du hast meine volle Unterstützung für die kommenden Dinge, die da kommen. Alles Gute. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt noch eine Sache, die ich in den letzten Wochen über mich in den Zeitungen gelesen habe. Überschrift: Jetzt kommt Dr. Sachlich. Stimmt ebenfalls, aber die ganze Wahrheit, liebe Genossinnen und Genossen, ist es eben auch wieder nicht. Ja, es ist richtig, ich gehöre zu denjenigen in unserer Partei, die Politik zuallererst für die Kunst halten, immer wieder ganz praktische Problemlösungen für die einzelnen sich darstellenden Probleme zu finden. Praktische Lösungen, die möglichst vielen Menschen das Leben erleichtern und praktische Lösungen, mit denen möglichst viele Menschen gut leben können. Für mich ist der Begriff Kompromiss kein Schimpfwort und Kompromisse sind für mich auch in den seltensten Fällen faule Kompromisse. Im Gegenteil, wo unterschiedliche Interessen und Werte aufeinandertreffen, da machen doch überhaupt erst Kompromisse demokratische Politik und damit auch demokratisches Zusammenleben möglich. Insofern sollen Sie mich meinetwegen Dr. Sachlich nennen, wenn Sie wollen. Das heißt aber nicht, liebe Genossinnen und Genossen, dass es mir an Werten, dass es mir an Leidenschaft und erst recht nicht an Überzeugungen fehlen würde. Wenn ihr wissen wollt, was mich geprägt hat, woher meine Werte kommen, dann ist da sicherlich meine Herkunft aus dem vorhin schon
beschriebenen kleinen Ort in der Nähe von Forst namens Naundorf. Entscheidend beeinflusst hat mich aber noch etwas ganz anderes. Und das war, liebe Genossinnen und Genossen, meine Wehrdienstzeit in der Nationalen Volksarmee im Alter von 19, 20 Jahren. Und das war in dieser Wehrpflichtdienstzeit eine Nacht im Herbst 1981. 1980 und 81, das waren die Jahre der Freiheitsbewegung in Polen. Das waren die Jahre des Aufstiegs der Gewerkschaft Solidarność unter ihrem Führer Lech Wałęsa. Damals stand über Monate die Drohung im Raum, der Warschauer Pakt könnte in Polen militärisch eingreifen, so wie schon 1968 in der Tschechoslowakei. Es ging um sowjetische Truppen, es ging um tschechische Truppen, es ging um ungarische Truppen, aber es ging eben auch um Truppen der Nationalen Volksarmee der DDR. Ich war damals Soldat im Nachrichtenbataillon 31 der 1. Luftverteidigungsdivision der DDR mit Standort Cottbus. Es gab in Polen ein großes Frühjahrsmanöver, das hieß Sojus 81. Damit sollte die polnische Opposition eingeschüchtert werden. Unsere Einheit in Cottbus wurde über Monate in erhöhte Gefechtsbereitschaft versetzt. Erhöhte Gefechtsbereitschaft hieß Urlaubssperre, Ausgangssperre, Besuchssperre und das über Monate. Keine Radios mehr und die einzelnen Informationen, die man bekam, kamen aus dem neuen Deutschland. Und wer sich noch an das neue Deutschland der 80er Jahre erinnern kann, der kann nachvollziehen, wie wertvoll diese Informationen waren. Eines Nachts, irgendwann im Herbst 81, ging es dann für uns in Cottbus tatsächlich los. Um 2 Uhr wurde Gefechtsalarm ausgelöst. Und die Offiziere stellten sich vor uns auf und erklärten uns, die NATO sei soeben an der polnischen Ostsee angelandet und wir würden uns jetzt auf den Weg machen, um den Warschauer Pakt in Polen zu verteidigen. Von Cottbus aus fuhren wir mit Lastwagen Richtung Polen, wir alle ausgerüstet mit Kalaschnikows, jeweils 60 Schuss scharfer Munition am Mann. 3 Kilometer vor der Grenze machte die Kolonne Halt. Keiner von uns wusste, was als nächstes passieren würde. Heute ist bekannt, Honecker hatte seit langem auf den Einmarsch nach Polen gedrungen und er hatte darauf gedrungen, die Gewerkschaftsbewegung in Polen militärisch niederzuschlagen. Die Russen zögerten und die Russen setzten damals, heute sage ich Gott sei Dank, auf eine innerpolnische Lösung. Damals war uns in dieser Nacht, in dieser Situation, war uns das alles nicht bekannt. Wir wussten gar nichts. Es war stockfinstere Nacht, wir waren völlig abgeschnitten. Nur eines war mir klar, jetzt gerade in diesem Moment kurz vor der polnischen Grenze. 35 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren deutsche Soldaten wieder drauf und dran, in Polen einzumarschieren, in diesem Falle Soldaten der Nationalen Volksarmee. Und einer von diesen Soldaten war ich. Für mich, liebe Genossinnen und Genossen, war es das. Mein Großvater hatte mir oft von dem furchtbaren Grauen erzählt, dass er im Krieg miterlebt hatte. Er hatte mir von dem Grauen erzählt, dass Deutsche vor allen Dingen auch in Polen angerichtet hatten. Er war als junger Mann dabei gewesen und ich füge hinzu, er kam sein ganzes Leben über diese Erlebnisse nicht hinweg. In dieser Nacht, in dieser Stunde mit meiner Kalaschnikow da draußen kurz vor der polnischen Grenze, da habe ich
mit der DDR, mit diesem System innerlich endgültig gebrochen. Damals wurde mir klar, dieses System, das war nicht mein System, und in der Zeit danach ist es das auch nie wieder geworden. Ein deutscher Staat, die DDR, der tatsächlich bereit war, noch einmal in Polen einzumarschieren. Ein Staat, der bereit war, seine jungen Bürger in solch eine Lage zu bringen. So einen Staat und so ein System, liebe Genossinnen und Genossen, wollte ich nicht mehr. Warum erzähle ich euch diese Geschichte von der Nacht da draußen hinter Cottbus, übrigens ganz in der Nähe meines Heimatortes? Weil das für mich wirklich der Schlüsselmoment war für meine politische Entwicklung. Es war sozusagen meine innere Stunde Null. Weil diese Nacht zu guten Teilen erklärt, warum ich in den Jahren danach zu dem geworden bin, der ich heute bin. Weil diese Nacht auch erklären hilft, warum mir Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte so wichtig sind. Weil diese Nacht auch erklären hilft, warum wir Demokraten einstehen. Hier bei uns in Brandenburg und überhaupt. Als ich dann in den 80er Jahren in Berlin studierte, habe ich mich der evangelischen Studentengemeinde angeschlossen, vor allem wegen der Freiräume, die in diesem Milieu existiert haben. Drückblatt. Versteht mich nicht falsch, ich habe mich der Studentengemeinde angeschlossen wegen der Freiräume. Ich war kein führender Bürgerrechtler oder Bürgerrechtler im engeren Sinne, das würde ich nie von mir behaupten. Aber das war eben das Umfeld, in dem ich mich damals auch bewegt habe. Übrigens war mein Studentenpfarrer damals Konrad Elmer, einige von euch kennen ihn noch, im Oktober 1989 einer der Gründerväter unserer Partei in Schwante. Und in den letzten Jahren der DDR trug ich, wie viele andere, die sich in der Studentengemeinde engagiert haben, auch die Telefonnummer von Manfred Stolpe rund um die Uhr bei mir. Manfred Stolpe kannte mich damals nicht, aber ich wusste, es kann notwendig sein, dass ich ihn anrufen muss, wie es auch vielen meiner ehemaligen Kommilitonen gegangen ist. Dazu kam es dann nicht. Trotzdem, lieber Manfred Stolpe, nochmal hier von dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, das alles ist jetzt eine ganze Weile her. Wir leben in anderen Zeiten, Gott sei Dank, sage ich dazu, und wir blicken nach vorn. Aber wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß auch nicht so richtig, wo er hin will. Ich weiß ganz gut, wo ich herkomme, und ich habe auch eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie es weitergehen soll hier bei uns in Brandenburg. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich in den vergangenen zwei Jahrzehnten dabei mithelfen konnte, unser Land, unser Gemeinwesen aufzubauen und gemeinsam mit euch und vielen Brandenburgerinnen und Brandenburgern zu dem zu machen, was es heute ist, nämlich zu einem großen Erfolg, von dem wir alle Anfang der 90er Jahre nur träumen konnten. Dieses Brandenburg, das wir alle gemeinsam mit vielen Brandenburgerinnen und Brandenburgern fast aus dem Nichts geschaffen haben, ist, liebe Genossinnen und Genossen, ein richtig tolles Land geworden. Applaus
Brandenburg ist heute ein modernes Land mit Lebensperspektiven und viel Lebensqualität. Es ist ein Land mit dynamischer Wirtschaftskraft und guten Aufstiegschancen, ein tolerantes und ein weltoffenes Land, in dem Nazis kein Bein auf den Boden kriegen und kein Bein auf den Boden kriegen werden. Ein Land, in dem Miteinander, Zusammenhalt, Gemeinsinn und Chancengleichheit großgeschrieben werden, ein bisschen größer sogar, auch darauf können wir stolz sein, als anderswo. Ich will, dass es so bleibt. Ich will, dass es noch besser wird. Ich will, dass wir an diesen Punkten weiter als Brandenburger Sozialdemokratie beharrlich arbeiten. Soziale Gerechtigkeit, gute, sichere und anständig bezahlte Arbeit, Aufstiegschancen und gute Bildung für alle, darauf kommt es an und darauf kommt es auch in Zukunft an. Von diesen Themen, liebe Genossinnen und Genossen, hängt die Zukunft unseres Landes Brandenburg ab. Und ich sage euch, das genau sind unsere Themen für die kommenden Jahre, nicht nur für die Wahlkämpfe, sondern auch darüber hinaus. In diesen Bereichen werden wir unsere Schwerpunkte setzen und weiter intensiv arbeiten. Wir Brandenburger Sozialdemokraten haben in unserer Geschichte schon in verschiedenen Koalitionen gearbeitet. Zu nennen wäre da die FDP, zu nennen ist da Bündnis 90, zu nennen sind da natürlich auch die Christdemokraten. Seit 4 Jahren koalieren wir hier nun in Brandenburg mit der Linkspartei. Liebe Genossinnen und Genossen, das war anfangs für viele von uns etwas gewöhnungsbedürftig. Und ich füge hinzu, das lief anfangs, vorsichtig ausgedrückt, auch teilweise äußerst bescheiden an. Es gab viele von uns, die zunächst skeptisch waren, ob so ein Regierungsbündnis wohl überhaupt funktionieren könnte. Dabei nehme ich mich selbst überhaupt nicht aus. Aber diese Skeptiker haben nicht recht behalten. Ich sage das auch deshalb, weil sich die Brandenburger CDU in den letzten Jahren eine wirklich abenteuerliche Geisterbahnfahrt geleistet hat. In der Ära Ludwig haben sich Brandenburgs Christdemokraten das alte Prädikat schlechteste CDU Deutschlands jeden Tag mit großer Mühe aufs Neue verdient. Und sie haben der Brandenburger Bevölkerung jeden Tag aufs Neue gezeigt, guckt her, wir sind einfach nicht regierungsfähig. Nun führt das Duo Dombrovskis-Chirac die christdemokratischen Geschäfte. Ob sie es schafft, die CDU zu neuer Seriosität, zu neuer Verlässlichkeit und dann vielleicht auch zur Regierungsfähigkeit verhelfen kann, das, liebe Genossinnen und Genossen, ist heute längst noch nicht klar. Im Moment spricht dafür relativ wenig. Bei der Brandenburger CDU ist immer wieder die Rede von Mut und Veränderung. Aber wenn es darauf ankommt, und da könnt ihr die Kollegen fragen, die in der Enquete-Kommission sitzen, wenn es darauf ankommt, dann duckt sich die Brandenburger CDU weg. Große Klappe und nichts dahinter. Ich sage euch, diese Brandenburger CDU hat noch einen sehr, sehr weiten Weg zurückzulegen. Wie gut sie dabei vorankommt, das werden auch wir weiterhin mit Interesse aus der Distanz verfolgen. Liebe Genossinnen und Genossen, in der Zwischenzeit, in der Zeit, in der sich die Brandenburger CDU mit sich selbst beschäftigt hat und wieder mal ein paar Vorsitzende ausgetauscht hat,
In dieser Zwischenzeit hat die Brandenburger Große Koalition aus SPD und Linker gearbeitet. Und diese Koalition hat erfolgreich gearbeitet. Und diese Koalition hat unserem Land Brandenburg gut getan. Unsere Koalitionsvereinbarung von 2009 trägt die Überschrift Gemeinsinn und Erneuerung, ein Brandenburg für alle. In genau diesem Sinne haben wir unser Land in den letzten 4 Jahren gut vorangebracht. Ich bin mir jetzt schon sicher, diese Regierungskoalition wird im kommenden Jahr eine Erfolgsbilanz für unser Land vorweisen können. Die Eckmarken stehen teilweise heute schon. Da ist unser Vergabegesetz, überhaupt unser energischer Einsatz, lieber Frank Walter, gegen Lohndumping. Gegen Lohndumping jeder Art und für einen flächendeckenden Mindestlohn muss weitergehen. Und ich wünsche euch deshalb auch bei der Bundestagswahl viel Erfolg. Besserte Betreuungsschlüssel in den Kitas. Da ist unser erfolgreiches Schüler-BAföG, weil eben soziale Gerechtigkeit bei der Bildungsgerechtigkeit anfängt. Und da ist der solide und erfolgreiche finanzielle Konsolidierungskurs, den man uns schon gar nicht zugetraut hätte, den wir betrieben haben und den wir auch in den kommenden Jahren weiter betreiben müssen. Wir investieren mehr Geld in Bildung und Wissenschaft als jemals zuvor. Und wir sparen zugleich dort, wo es verkraftbar ist und wo es auch verantwortbar ist. Das sind sehr, sehr ordentliche Ergebnisse, mit denen wir Brandenburger Sozialdemokraten im kommenden Herbst wieder zur Landtagswahl antreten werden. Wie immer ohne Koalitionsaussage, aber mit viel Respekt vor dem Willen der Wählerinnen und Wähler. Ich freue mich auf diesen Wahlkampf gemeinsam mit euch. Diesen Wahlkampf können wir gewinnen, und wenn wir unseren Brandenburger Zusammenhalt weiter pflegen, dann werden wir diesen Wahlkampf auch gewinnen, liebe Genossen und Genossen. Zuvor haben wir aber noch weitere wichtige Wahlen zu bestehen. Die erste davon, die Bundestagswahl, schon in 27 Tagen. Glaubt denen kein Wort, die euch erzählen wollen, dass dieses Rennen schon längst gelaufen wäre. Ich sage euch, noch gar nichts ist entschieden. Abgerechnet wird zum Schluss. Und wir werden kämpfen bis zum letzten Tag. Wenn wir hier rausgehen, werden wir sofort weiter mit aller Kraft für den Wechsel im Bund kämpfen. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir hier im Land die stärkste Kraft bleiben. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir Brandenburger Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mit Macht im nächsten Bundestag vertreten sind. Beides ist gut für unser Land. Darum sagt es überall im Land den Leuten, auf euch und auf eure Entscheidung kommt es an. Sagt ihnen, sie sollen wählen gehen. Sie haben eine bessere und vor allem eine tatkräftigere Regierung verdient als die Regierung Rösler-Merkel. Deutschland hat eine Regierung verdient, die den politischen Stillstand in diesem Land beendet. Deutschland hat eine Regierung verdient, der es um soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft geht.
Deutschland verdient eine Regierung, die endlich einen flächendeckenden Mindestlohn für ganz Deutschland durchsetzt. Deutschland verdient eine Regierung, die endlich ein einheitliches Rentenrecht in Ost und West schafft. Und eine Regierung, die systematisch in Bildung, Infrastruktur und unsere Kommunen investiert. Für diese neue Regierung unter Führung von Peer Steinbrück und Frank-Walter Steinmeier können wir uns am 22. September entscheiden. Der Wechsel ist möglich. Helft mit dazu, dass er auch kommt. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin Anfang der 90er Jahre der Arbeit und der Perspektiven wegen, ich will ja nicht mal sagen in den Westen gegangen, ich bin in den Süden gegangen, nämlich nach Bayern gegangen. Ich habe dann ganz im Süden in Niederbayern für ein dortiges Unternehmen gearbeitet. Wie mir ging es damals und später vielen Menschen aus unserem Land und viele sind auch leider später nicht so wie ich in unser Land zurückgekehrt. Die Zeiten waren eben so. Ich wollte ganz gerne zurück in meine Heimat. Aber es war trotzdem ein Zufall, dass ich schon 1993 beruflich wieder hier in Brandenburg angekommen bin. Ihr wisst es, solche Zufälle haben manchmal ziemlich weitreichende Folgen. Dass ich heute hier vor euch stehen darf, ist so eine Folge. Aber so ist es nun einmal gekommen. Ich bin stolz darauf, dass ihr mir die verantwortungsvollen Aufgaben zutraut, die jetzt vor mir liegen. Als Vorsitzender der Brandenburger Sozialdemokratie und, wenn mir der Landtag übermorgen das Vertrauen ausspricht, auch als Ministerpräsident von Brandenburg. Was jetzt kommt, was jetzt für mich kommt, wird nicht einfach. Aber wenn ich eure Unterstützung habe, wenn ich eure Solidarität habe, wenn ich euch auf diesem schwierigen Weg weiter an meiner Seite weiß, dann nehme ich diese großen Herausforderungen für mich an. Und dann, liebe Genossinnen und Genossen, werden wir auch in den kommenden Jahren gemeinsam erfolgreich sein. Glück auf für unser Land Brandenburg. Herzlichen Dank.